Zudem sollte er beratend zur Seite stehen und dem dreimaligen MotoGP-Weltmeister helfen, seinen Fahrstil für Desmosedici zu optimieren. In der Funktion des Riding Coach war Devon bei den drei Wintertestfahrten in Malaysia, Thailand und in Katar sowie beim ersten Rennen in Katar vor Ort. Im vergangenen Jahr hatte Ducati-Testfahrer Michel Pirro Aufgabe übernommen, Lorenzo bei der Umstellung auf das italienische Motorrad zu helfen. Pirro ist aber selbst mit seiner Test- und Entwicklungsarbeit sehr beschäftigt. Deshalb sah sich Lorenzo für dieses Jahr nach einer Alternative um. Ob er schon einen Ersatz für Devon gefunden hat, ist nicht bekannt. Devon absolvierte im Jahr 2000 seine erste volle Saison in der 250er-Klasse. Sein bestes Jahr wurde 2008, als er in Frankreich und Tschechien gewinnen konnte und Saison als WM-Vierter abschloss. Sein letztes aktives Jahr in der WM war 2010. Devon stand beim allerersten Moto2-Rennen der Geschichte als Zweiter auf dem Treppchen. Es war sein letzter Podestplatz. Mehr auf motorsport-total.com Video, Dovizioso Triumph, Italien-Kommentator bleibt fast spucke weg.